Hey Leute, willkommen zurück zu Red Dead Redemption. Wir fliegen gerade mit Irish und der Munition für die Gatling Gun. Aber wir haben Banditen am Arsch. Nee, die geben, glaube ich, nicht so schnell auf, die Pennergesichter. Kommt uns bloß nicht nach, ihr Säcke. Don't you worry. You won't find a finer piece of artillery west of Dublin. Hell of a team, me and you. We should consider making this a more permanent partnership. I think I've about had my fill of liars in this life, partner. Get that fella on the bridge. Yeah, so geht das. We really ruffled a few feathers back there. Seems like half New Austin wants me dead. Zack und zack. Wieder lebt noch. Ja, was die aushalten, die Penner. Oh Gott, da kommen ja noch mehr. Arschkrampen seid ihr allesamt. Was sie auch immer an Leuten verheizen gegen uns, das ist unglaublich. Yes, of course. What am I thinking? Don't worry, you can count on me. I just hope I don't steal all your glory. Wouldn't be right or proper. Ja, ja. Schisshase bist du. Impressive, Marston. We'll have West Dickens's wagon rigged and ready to go soon enough. Mhm. Noch mehr Ruhm für mich. So, Wes Dickens ist der Letzte, der noch übrig ist. Ich würde sagen, ich gehe mal ein bisschen außerhalb und da werde ich dann mit dem Camp wieder rumreisen. Das geht, glaube ich, am schnellsten, oder? Ups. Oh, ich kann Hufeisen werfen. Nope. Ach, warte. Medizin. Ganz wichtig, Medizin. Ich sterbe sowieso sowas von schnell und wenn ich dann nicht mal heilen kann, ganz eben, mit einem Drücker, dann ist das ein bisschen hart. Ist schon ein bisschen hart, ne? Wow, du nimmst mich komplett aus. Das ist ja fies. Ja, ja, klar, natürlich komme ich zurück, dass du dich noch mehr bereicherst an mir, ne? Sorry. Hat er sich gerade entschuldigt? Die sind so nett auf Bonnies Ranch. Die McFarlane Ranch, da bin ich gerne. Okidoki. Wes Dickens, wie kann ich denn am schnellsten hin? Was ist denn da für ein Gebiet bei ihm? Oh, was ist das? Der Witzbold. Ach, seht mal. Der Witzbold, da haben wir ihn wieder. Ich dachte eigentlich, den hätte ich schon gemacht. Habe ich ja letztes Mal gesagt, den habe ich befreit und dann bin ich irgendwie gestorben gegen die Banditen. Gaptooth Ridge, die machen wir dann. Am Pferdchen. Wir reiten schnell zu dem Typ hin. Komm jetzt. Pferdchen. Pferdchen. Das kommt einfach nicht. Du, alles Pferd. Ja, komm, dann mach mal ein Kopfgeld halt so lange. Was? Okay. Dann holen wir es halt. Komm. Das holen wir wieder. Bleib doch mal stehen da vorne. Kannst du dich einfach dem armen Mann sein Pferd klauen, mein Gott. Der hat schon die Knarre gezogen, was fällt denn dir ein? Warte. Pferdchen. 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 Bleib stehen jetzt. Doofes Teil. Das scheut es die ganze Zeit. Da kommt mein Pferdchen schon wieder. Hoppala. Oh oh.
Das finde ich eigentlich voll gut, dass man Pferde an Lassos mitführen kann. Guter Mann, hier ist dein Pferd. Bitteschön. Das ist aber nett. Jetzt Geld. Ja, $17. Wow. Ja, das ist eine Menge Asche für so ein Pferd, ne? Dafür, dass ich ihn wieder eingefangen habe, ist es schon gut Geld. So, 10 Ruhm, naja. Kleinvieh und so, ne? Macht alles Mist. Okay, ja, hier bin ich gestorben beim Komiker. Warum auch immer er jetzt wieder da ist. Ich dachte, der Fortschritt wird gespeichert. Wird er aber nicht. Wird er nicht. Oh, warte, der war hier unten, da bin ich abgestiegen. Oh, das sind wieder Banditen. Ja. Nerv. Oh. Steh auf jetzt, komm. Stell dich nicht so an, John. Bisschen Aua. Was soll denn das? Was werde ich? Du wirst sterben, Clown. Schnauze. Ach, guck mal, da liegt noch Geld. Du kannst kurz warten. Du Komiker. Der Witzbold. Thanks, Sport. You are a true American hero. Right. What are you doing down here? I just thought I'd see a little bit of the local color, you know. But these gentlemen have seen to it that I've enjoyed the true hospitality of the frontier. Hey, cigar? Let's get out of here. Right. Okay. Don't worry about me. My apparent network is just a comedic. Quatscht er. Und da quatscht er die ganze Zeit. Nee, komm, wir machen das jetzt fertig. Vielleicht gibt's ja gut Geld dafür. Was sagt denn die Zeit? Ja, die Zeit, ne. Die läuft. Ja, läuft. Das geht noch. Komm, erstmal hier alles abknallen. Dann kommt der Ranger auch ein bisschen besser durch da. Bist du tot? Nein. Ach du, sag mal, ich schieße ihm ins Gesicht. Was macht der? Steht wieder auf. Komm. Sag mal. Jetzt ist er tot. Zack. So einfach geht das. Ich gehe jetzt erstmal hier oben lang und dann gehe ich später runter und hol mir die alle die ganze Beute. Oh oh. Wie die immer tanzen, wenn ich sie anschieße. Ja, schon sehr lustig. Schweine packen. Au. Ich muss aufpassen, so zwei Treffer können mich echt schon töten, ne? Das ist krass, wie schnell das geht. So, guter Mann, komm mal her. Hast du gerade gesungen? Okay. Helfe ich dir doch, mein Freund. Die Bollard-Bande. Wie viel sind denn das? Ich habe da schon bestimmt 50 von getötet, ne? Und immer wieder kommen die. Weiß gar nicht, ist es eine gute Idee, mit Pferdchen hier hinzureiten? Ja, nicht, wenn es sowas macht. Pferdchen! Lauf gerade, bitte. Das hole ich mir aber auch alles noch. Das ist notwendig. Ich brauche das Geld. Ich fände es echt mal schön, wenn die mehr Zeug dabei hätten. Nicht nur so 1, 2 Dollar, sondern mal vielleicht so 10, 20. Das wäre voll gut. Oh, das sind 2. Ja, 3. Vielleicht haben sie ja mehr, wenn ich weiterkomme im Spiel. Jetzt bin ich ja noch recht am Anfang, wie ich gehört habe. Also in Mexiko habe ich dann ein Viertel geschafft. Hurra. Kerl, lauf nicht so schnell. Ich bin nicht so fit. Also mein Pferdchen stirbt nicht schon wieder.
Oh, diese Canyons sind furchtbar. Das dauert alles so lange. Warte. Oh oh. Na, das war zu spät. Warte mal. Oh Mann. Bist du ein Idiot oder so? Nee, der lebt ja noch. Der lebt ja noch. Ich dachte, der ist tot. Ach komm, jetzt warte mal. Ja, da. Der rennt einfach weiter, ne? Ich pack's nicht. Kerl, du rennst mitten in deinen Untergang. Merkst du das nicht? Der merkt das nicht mal. Guck mal. Vorne ist tot. Und was machst du? In den Tod. Rennen in den Tod. Wow. Oh Gott. Ja, ich werde sterben. So wird's enden wahrscheinlich. Ich kenne das schon. Mann. Du Elend! Komm, werde wieder normal so ein bisschen. Komm schon. Zeig dein Köpfchen. Das war's. Pike's Basin abgeschlossen. Das habe ich das schon mal gemacht. Alles schon mal gemacht. Oh, aber es gibt 19 Dollar. Cool. 19 Dollar. Ich kann da drauf schießen auf das TNT, oder? Oh, die Kisten sind wieder aufgefüllt. Cool. Blom. 18 Dollar. Ja. Und sind noch mehr Kisten. Habe ich echt das Dynamit vergessen? Das kann ich doch nur abballern, oder? Guck mal, da kann ich nichts nehmen, Kinder. Kann er nichts nehmen. So. Ich höre da wieder Geschieße, oder? Meins. Meins. Da noch eine. Guck mal, wie viele Kisten es hier gibt. Das ist der Wahnsinn. Munition. Ich habe jetzt so viel Geld auf einmal aufgenommen, das zählt ja gar nicht alles nach. Guck mal, das ist einfach. Das kommt jetzt nach und nach alles rein. 16 Dollar. Wow. Ich nehme jetzt einfach dich. Ah, warte mal, ich könnte es ja anbinden. Habe ich gleich neue Pferdchen. Ich nenne dich, Herr von Böhlefeld. Das ist Herr von Böhlefeld. Ja. Freut mich, dass ihr so eine Bekanntschaft macht. Das ist mein treues Ross, Herr von Böhlefeld. Mhm. Oder soll ich sie Frau Leuthäuser-Schnarrenberger nennen, die Stute? Ist ja eine Stute, ne? Habe ich ganz vergessen. Ist eine Stute. Ne, ich nenne sie Herr von Böhlefeld. Die Stute Herr von Böhlefeld. Okay, komm, wir machen eine Kopfgeldmission. Das schaffe ich jetzt eh nicht mehr zu Dickens. Das lassen wir mal, ne? Das lassen wir mal. Go. 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 We go on a party like it's your birthday. Nein, machen wir nicht. Oh. Nein. 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 Och Mann. Ich hab das Hündchen umgeritten, das tut mir echt leid. Nein. Warum? Ey, ganz ehrlich. Hör mal auf mich zu. Die hören nicht auf, mich zu suchen jetzt. Hör mal auf jetzt. Ist doch kacke.
Ich habe mich so vorbildlich verhalten und dann renne ich ein Hündchen über den Haufen und werd gesucht. Das tut mir leid, das wollte ich nicht. Ich wollte den Hund nicht töten, Mann. Das ist echt scheiße. Och Mann, oh. Ich bezahle das jetzt hier einfach. Oh. Es tut mir leid. Hallo, dann häute ich wenigstens den Hund. Tötung von Tieren. Warte mal, was war das für ein Bündel? Das war doch nicht. Das waren keine 5 Dollar, das waren 50 mindestens. So ein fettes Bündel Geld. Sag mal, da renne ich außersehen einen Hund über den Haufen und da bin ich der Böse, ne? Wie sofort der Outlaw. Das müsste mal passieren, wenn jemand eine Katze oder so überfährt, auch direkt in den Knast. In den Knast, ohne Wenn und Aber. Du hast ein Tier getötet. Ab in die Zelle. Isolationshaft. Nie wieder rauslassen am besten. Meine Güte. Schau mal. Sachbeschädigung. Bei Brittlebrush Trawl. Mach mal lebendig hier. Natürlich mache ich das lebendig. Was denkt ihr denn? Bin doch der beste Kopfgeldjäger, weit und breit. Kommst du, Pferdchen? Mein neues, treues Ross. Herr von Böhlefeld. Kommst du? Ja, hör mir auf, du Hund. Mit dir habe ich ganz schlechte Erfahrungen. Du lebst jetzt wahrscheinlich wieder. Und ich habe trotzdem 5 Dollar an Hacken, du. Komm her. Herr von Böhlefeld. Mein treues Ross. Weil wir halt im Reiten aufsteigen kann. Das ist so krass. Trip, 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 trip. Dududududun. Oh, sind sie da? Ne. Brittlebrush Trawl, was ist denn das? Hier unten am Wasser, oder? Ich meine, da hätte ich schon mal einen abgeholt. Oha. Ja, genau. Wie soll ich denn da jetzt runterkommen auf die Schnelle, bitte? Habe ich einen Paraglider oder sowas? Stimmt nicht, ne? Ja, ganz ehrlich, wie soll ich denn da runterkommen? Was für ein Quatsch. Guck mal, da muss ich ganz außen rum. Ach ne, hier in der Mitte wäre... Na gut, da vorne geht's jetzt eh runter. Habe ich ja gleich. Da. Da vorne ist ein Weg. Sitzen die echt am Arsch der Heide da unten? Könnt ihr euch nicht was Wirtlicheres aussuchen? So um die Ecke, so hinter der Scheune oder was bei der Farm? McFarlane Farm? Farm. Das wäre voll gut, da müsste ich einen Meter reiten und dann könnte ich den Typenhops nehmen und dann bin ich sofort wieder zurück. Das ist super. Aber so ein Feuerchen und Zigaretten rauchen hinter der Farm und das ist dann ein Schwerverbrecher. Rauchen vor Mindestalter. Das wäre doch gut. Die anderen knall ich ab. Oder komm ins Bergwerk. Ne? Sowieso. Ah. Ah. Ein schwarzes Pferdchen. Das will ich haben. Warte. Das will ich noch haben, das Pferdchen. Wo ist das hin? Pferdchen. Ich komme nicht mehr raus. Pferdchen. Da ist es. Nee. Ja, gleich. Ich hole mir erst ein neues Pferdchen. Lass mich mal machen. Wo ist das hin? Wo ist mein... Ernsthaft, mein Pferdchen ist weg. Mein schwarzes Pferdchen, was ich haben wollte. Jetzt. Hat er nicht immer in den Büschen hängen, mein Gott. Es ist echt weg. Vielleicht war es niemals da und ich habe es mir nur eingebildet. Ein schönes Pferd. Hätte ich ja von Böhlefeld... Oh, gegen Lilo Wanders eingetauscht oder so. Ja, ihr habt schon. Ich hätte trotzdem gerne ein neues. Herr von Böhlefeld hat seine Schuldigkeit schon getan. Es ging leider sehr schnell. Oh Gott. Oh Gott. Vergesst das mal. Bist du tot? Ach du Scheiße. Warum ist Herr von Böhlefeld jetzt tot? Es tut mir leid. Oh Gott, was ist das denn? Es hat eben in die Kamera gehangen. So Jungs, ich fange euch jetzt alle mit dem Lasso. Ne, lieber nicht, lass mal. Warte.
So, ich wollte das Pferd hier nicht erschießen. Du Elend. Oh, ich hab den Typen... Okay, ich hab den Typ schon getötet. Dann ist ja gut. Bam, bam. Wie, du lebst noch. Kommen die jetzt und greifen mich wieder an, oder was? Auch wenn er schon tot ist. Ich wollte ihn gar nicht töten. Da gibt's halt einen Zehner, mein Gott. Ist immer ein bisschen gefährlich, die Leute hier zu fesseln, ne? Och man, Herr von Bödefeld ist schon gestorben. Das finde ich ja schade. Das wollte ich nicht. Soll ich ihm die Nase abschneiden? Irgendwas muss ich ja mitnehmen als Beweisstück. Na gut. Nein, du bist jetzt Herr von Bödefeld 2. Habe ich gerade so spontan beschlossen. Mein neues Pferd. Oh nein, da kommen sie schon. Da kommen sie. Was wollt ihr denn? Ich bin doch schon weg. Ach du Elend, komm. Reite, reite, reite. Ihr kriegt mich nicht. Ich habe Äpfel dabei. Ja, ich habe Äpfel dabei. So, Pferdchen. Mitten im Galopp kriegst du einen Apfel in die Kieme geschoben. Oh Gott, da kommen sie. Oh nö. Noch ein Apfel. Nom nom nom. Pferd freut sich. Oh Gott, der ist viel schneller als ich. Oh, jetzt ist er weg. Ha ha ha. Hab ich's geschafft, ne? Wow. Herr von Bödefeld, gutes Pferd. We'll take it from here. Here's your payment. Thank you kindly, mister. Na wunderbar. $10 für so viel Ärger. Okay, Leute, das war's mit dem Part. Ich danke fürs Zusehen, freue mich auf Feedback und sage bis zum nächsten Mal mit Red Dead Redemption.